Heute treffe ich Rot-Weiß Essen Torwartlegende und Publikumsliebling Frank Kurt. Frank Kurt, als wir uns verabredet haben zu diesem Interview, da habe ich gefragt, so, wo ist denn der schönste Platz für dich? Und du hast gesagt, am Wehr in Essen-Werden am Baldener See. Was ist denn hier so schön? Ja, im Moment ist die Frage berechtigt, weil es ist verdammt kalt. Aber es ist für uns eigentlich, wenn wir hier nach Werden runterfahren, eigentlich mal ein Stück kleiner Urlaub. Ist ein richtig schönes Fleckchen Essen. Du hast ganz, ganz viele Jahre für Rot-Weiß Essen gespielt. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so, das ist eine Situation, die möchte ich absolut nicht missen, die habe ich immer wieder im Kopf? Ja, das ist natürlich für alle, denke ich mal, in der heutigen Generation, die auch von Rot-Weiß Essen sprechen, ist das Pokalendspiel. Jetzt warst du Publikumsliebling. Warst du das nur, weil du auf den Zaun gegangen bist, oder was muss man haben, um das zu werden? Also bevor der Zaun da war, ich meine, der Zaun war eher da als ich, klar, aber bevor die Geschichte mit dem Zaun kam, war, glaube ich, auch erstmal die Leistung. Bezeichnend, glaube ich, den jetzt im Januar stattgefundenen Hallenturnier mit meiner 2 Minuten oder 2,5-minütigen Einsatz. Das Komische daran war, dass ich mit Leuten gesprochen habe, die mir gesagt haben, Frank, mit so viel Feuer im Arsch, wenn davon die Jungs nur ein bisschen gehabt hätten, ja, wie du in deinen 2 Minuten, hätten wir an diesem Turnier wesentlich besser dagestanden, als so, wie es Rot-Weiß eben an diesem Tag war. Und ich glaube, das ist bezeichnend für meine Art zu spielen. Selbst heute noch mit 49 Jahren, wo man da, ich sag mal, bei so einem Turnier sich für 2 Minuten einfach zum Kasper macht. Es gab ja nicht nur den Frank Kurt als Publikumsliebling, der dann 85 kam. Der musste sich ja auch erstmal durchbeißen. Der hat dann auch mal zwischendurch auf der Bank gesessen, von dem einen oder anderen Trainer eben nicht gewollt. Der hat sich also letztendlich dann immer wieder gezeigt, hier, ich bin da, ich bleib hier, ich stehe mein Mann und ich tue alles für den Verein. Und ich glaube, das hat der Fan honoriert. Was ist denn heute anders in Sachen Fußball als früher? Ja, ich glaube, man kann es nicht vergleichen. Der Fußball an sich hat nach wie vor eine unheimlich hohe Wertschätzung. Ich denke mal, dass heute natürlich es wichtig ist, gut auszusehen. Ganz wichtig. Das ist ja immer wichtig. Es fängt bei den Schuhen an. Ja, also ich sag mal, da müssen schon richtig schöne bunte Schuhe her. Man hätte uns, glaube ich, früher ausgelacht. Und gerade in Essen, ich glaube, die hätten uns vom Hoch gejagt. Also ich weiß noch, Michael Korb war ein Spieler, der da immer besonders Wert drauf gelegt hat, gut auszusehen und ging auch mindestens einmal auf die Sonnenbank. Also wenn Conny an der Seite der RWE-Fans, der wurde übelst von den eigenen Fans beschimpft, weil das hat man überhaupt nicht. Heute ist es gang und gäbe. Also ein Spieler, der nicht auf die Sonnenbank geht, den gibt es, glaube ich, gar nicht. Also es ist eine andere Zeit. Du hast sicherlich mit ganz, ganz vielen auch ein paar schrägen Vögeln gespielt. Ach ja, wir hatten so einige Kandidaten. Also wir erzählen, wenn wir mit der Traditionsmannschaft zusammenkommen, erzählen wir uns eigentlich auch immer die Storys von Olli Grein, der, wenn er das Training verpasst hat, da musste mal wieder eine Oma dran glauben, die dann leider... Der hatte... Also ich weiß nicht, wie man so an so viele Omas kommt. Naja, ich glaube, die leben aber alle heute noch. Damals mussten sie eben dann schon mal ins Gras beißen zwischendurch. Mario Basler in seiner unverkennlichen Art war natürlich auch ein Typ, der, ja, ich sag mal, Genie und Wahnsinn, der einem also schon mal, wenn man vielleicht ein bisschen zu dem damaligen Zeitpunkt ein bisschen professioneller eingestellt war, ja, zum Wahnsinn treiben konnte. Aber ich habe letztens noch zu meiner Frau gesagt, ist das ganz lustig, wenn man Mario Basler dann seine Karriere so sieht und sagen, Mensch, guck mal, ihr habt uns damals erzählt, wir sollen nicht so viel trinken, wir sollen nicht so viel Party machen. Er ist Nationalspieler geworden, ich habe es nur zum Zweitligaspieler geschafft. So, Frage zum Schluss. Was würdest du dir wünschen, so für dich ganz persönlich und für den Verein, also für Rot-Weiß Essen? Also für mich persönlich würde ich mir wünschen, wenn sich nichts ändert. Und das fürs Private und für Rot-Weiß, dass es wieder Zweitliga-Fußball, zumindest Zweitliga-Fußball an der Hafenstraße gibt. Dankeschön.